Ja, moin, hier ist wieder Tordi, ne, von Tordis Freizeitcheck. Wir stehen hier bei Country Travel bei Mustafa und haben uns bei dem Wetter, ihr merkt hier, ein bisschen mit Pullover und teilweise mit langen Hosen dort hinten, haben uns kurzfristig entschlossen, zur Burg zu fahren, da das Wetter heute mal ausnahmsweise nicht ganz so schön war, mit Regen und Gewitter in der Nacht. Und wir schauen mal, was uns die Burg so bringt und wir sehen uns dann. Bis dann! Ja, jetzt sind wir hier oben an der Burg angekommen. Wir kraxeln jetzt mal mit euch die letzten Stücke noch mal hier zusammen hoch. Und ja, ich muss euch sagen, das ist ein einfacher Ausblick, der ist unbeschreiblich. Aber man sollte es wirklich an Tagen versuchen, wo es nicht ganz so heiß ist. Und wenn ihr gleich so seht, ich moge mich jetzt hier einmal zwischen. Und ich stehe jetzt mal hier und guckt euch diesen Ausblick an. Ja, wie gesagt, wir sind ein Stück weitergegangen und hinter der Burg, also hinter unserem, wo wir hochgefahren sind, wo unser Hotel liegt und sowas, ist auf der anderen Seite ist der Kleopatra-Strand. Der Kleopatra-Strand ist eigentlich, ja, wie soll ich sagen, der bessere Strand, kann man ganz einfach so sagen, weil da ist viel mehr Sand und viele sagen, dass es dort einfach besser ist. Jetzt ist natürlich die Sache, wir haben damals dort kein vernünftiges Hotel gefunden. Kann jetzt anders sein, will ich gar nicht bestreiten. Aber wer mehr auf richtigen Sandstrand Wert legt, der sollte zum Kleopatra-Strand. So, jetzt sind wir hier. Den Rollerfahrer müssen wir noch ganz kurz durchlassen. Nee, alles klar. So, wir haben uns mal ein bisschen kurz gestärkt mit einem Eis. Kann man hier günstig Eis kaufen. Lecker. Hier spreche ich ein bisschen undeutlich. Nein, alles gut. Natürlich darf man das nicht vergessen, dass man überall auch Andenken und sowas hat. Ja, wenn man irgendwas hier haben möchte von der Burg. Ja. Und ja, hier ist trotzdem auch natürlich Autoverkehr an allem und dran. Wir gehen weiter runter. Hier kann man auch parken anscheinend. Ja. Hier ist auch ein offizieller Parkplatz. Ne, sogar alles Video überwacht, sehe ich gerade. Also hier darf man keinen Blödsinn machen. Nein, aber wir gehen jetzt hier ganz normal entlang weiter. Und wir lassen einfach mal die Kamera laufen, damit ihr seht, was hier so weiter vonstatten geht. Somehow I'll give you my attention. You've got to know that I ain't a person who understands all the clockwork of a romance. You make me feel so alive. If you're gonna be moving on solo, wait a second.
second, cause they're playing the best song. I'll be there if you reach out to me. Ja, und schwuppdiwupp sind wir schon wieder auf der anderen Seite der Burg. Alanya, Ortsteil Ober und all so ein Drum und Dran. Dort hinten, ganz klein, kann man erkennen, I love Alanya. Jetzt müsst ihr ganz dicht an den Monitor bzw. an den Bildschirm ran. Nein, und alles, was ihr seht. Und wir sind eigentlich ganz weit dort hinten. Gleich. So, jetzt stehen wir hier vor einer alten Moschee, hier mitten auf der Burg. Sobald wir das richtig gelesen haben, ist sie von 1231 vor Christi. Wir gehen mal rein, schauen uns das mal ein bisschen an. Man muss natürlich hier die Schuhe ausziehen. Und dann kann man hier längs gehen. Und hat denn, ich hoffe, von der Belichtung her wird das gleich vernünftig einigermaßen umgestellt. Ihr könnt das erkennen. Ist halt die Moschee, die immer noch zum Beten auch genutzt wird, soweit ich informiert bin. Ja, das wollten wir euch nur mal kurz zeigen. Also in der Türkei sind natürlich andere Moscheen noch, die noch viel, viel pompöser sind oder auch noch mit bunter, ganz einfach bunter. Ne? Aber es ist immer so, man muss auf jeden Fall immer Socken oder Schuhe anhaben. Und die Frauen müssen halt nicht mit offenen Oberteil oder sowas rumlaufen. Ja, das war erstmal von der Moschee. Wir sehen uns demnächst. Ja, ich bin's nochmal. Und zwar hatten wir fast was vergessen. In der Nähe von der Moschee, wo wir vorhin drinnen waren, gibt es nämlich Bilder. Da gehen wir jetzt eben einmal hin. Und zwar ist das direkt gegenüber von dem Friedhof hier. Und dort hinten sind diese Lampen und dort habe ich ein paar Bilder aufgenommen, ein paar Videos einmal so rübergezogen, nur damit ihr das einmal gesehen habt. Da ist alles über diese Burg, mehr oder weniger über die Entstehung. Alte Bilder sind hier hinterlegt, könnt ihr euch in Ruhe mal angucken. Hier zum Beispiel ein Bild von 1930 oder auch von 1970 und das geht die ganze Reihe hier entlang. Da könnt ihr euch die Informationen über diese Burg einholen. Das waren nochmal die Infos, die ich loswerden wollte. Musik